Ja, hallo, liebe Freunde von Let's Go Trekking. Schön, dass Sie hier bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Unter der Rubrik Kilimandscharo Tansania haben Sie jetzt diesen Kommentar gefunden, den ich hier im Regenwald am Fuße des Kilimandscharos gebe. Wir kommen gerade zurück von einer viertägigen Akklimatisationstour vorher vom Kilimandscharo zu Mount Meru. Eine sehr abwechslungsreiche Wanderung durch schönen Regenwald, ähnlich wie hier, wo wir super Wetter hatten, eine tolle Sicht auch auf die dort im Kessel liegenden Krater. Sehr wunderschön, haben den Sonnenaufgang direkt hinter dem Kilimandscharo gesehen und sind dann später nach einem Tag Ruhe hierher gefahren an die Grenze zu Kenia, wo wir von hinten quasi zum Kilimandscharo uns genähert haben. Unterwegs mit einer Agentur aus Tansania, die ich jetzt hier zum ersten Mal auch benutzt habe, gebucht habe, kann nur sagen, Preis-Leistung war absolut super. Tolle Zelte, haben sich mit tollen Campingausrüstungsgegenständen, bequeme Tische, Matratzen, Stühle etc., gutes Essen abgewechselt, reichhaltiges Obstangebot war immer da, Getränke waren immer da, wenn man die benötigt hatte. Und dies haben das Ganze natürlich nach dem erfolgreichen Aufstieg gestern zum Krater des Kilimandscharo auf das Dach Afrikas abgerundet, sodass wir nur sagen können, morgen haben wir noch 2 Tage Safari dran gehangen. Ist das eine super Pilotreise gewesen, ein tolles neues Projekt, eine Reise für Sie, auf die wir stolz sind, so Ihnen anbieten zu können und bei der wir Sie gerne begrüßen würden und möchten. Dies von hier, vom Fuße vom Kilimandscharo, mit dem allgegenwärtigen Motto Pole, Pole, langsam, langsam, schaffen auch Sie es. Und viel Glück, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder hier in Tansania. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen, Ihr Thomas Böhm von Let's Go Trekking.